Die Terrasse wird zur Bühne für eine Feuershow. Die Mitglieder der Mokunda Lights bieten ihre Show in einem außergewöhnlichen Rahmen. Freunde, Bekannte oder auch völlig Fremde sind zur Familie Wolf nach Hause gekommen. Wohnzimmer zur Mitte ist das Motto des kulturellen Angebots der Stadtkirche Nürnberg. Das Ziel der Veranstaltung ist, Menschen zusammenzubringen. Wir haben es jetzt speziell mal auf den Stadtteil Langwasser beschränkt. Und es geht einfach darum, dass sich die Menschen vielleicht nicht so sehr zu Hause verstecken oder einsperren, sondern dass sie aufmachen und ja, dass man einander kennenlernt. Kennenlernen kann man sich heute bei der Familie Wolf. Etwa eine Stunde zuvor laufen die Vorbereitungen. Genügend Sitzplätze, Getränke und Snacks bereitet das Ehepaar für die Gäste vor. Sie selbst waren schon in anderen Wohnzimmern im Viertel. Wir sind in ganz viele Häuser in Langwasser gekommen, auch in Vierteln, also in Straßenzügen, wo wir noch nicht waren, haben nette Leute kennengelernt und haben gedacht, das wollen wir. Die Aktion ist super, da wollen wir einfach mitmachen und auch Leute hier einladen zu uns. Und die sind der Einladung gefolgt. Zu Beginn der Show ist der Garten gut gefüllt. Rund 30 Menschen sind an diesem Sonntagabend dabei. Die Künstler der jeweiligen Abende müssen zum Format passen und sich auf das ungewöhnliche Setting einlassen. Da ist einiges an Vorbereitung notwendig. Es soll nicht an der Qualität mangeln, nur weil es in einem Wohnzimmer stattfindet, sondern es geht darum, eben hochwertige Kunst nur in einem anderen Raum, auf einer anderen Form Bühne zu präsentieren. Und die Idee kommt bei den Menschen in Nürnberg gut an. Finde ich schon eine tolle Herausforderung, zu sagen, ich öffne mich, ich öffne mein Heiligtum und lasse wirklich Leute reinkommen, um zu sagen, hey, hier ist mein Zuhause und ihr seid willkommen. Ich finde das eine ganz tolle Idee und man trifft immer nette Leute und sieht Kunst, das ist toll. Ich war jetzt zweimal schon da und das ist das dritte Mal. Besonders gefällt mir die Atmosphäre, dass man auch mit anderen einmal ein bisschen in Kontakt kommt. Musik, Theater oder Show, die Kirche in Nürnberg bringt die Menschen auch kulturell zusammen.